Hogwarts Legacy ist jetzt seit einer ganzen Weile draußen und da es sich hierbei um ein Fantasy-Spiel handelt, war es ja klar, dass ich irgendwann mal meinen Senf dazu geben möchte. Ich habe jetzt die gesamte Hauptstory und einen Großteil der Nebenaufträge durchgespielt und ich denke, ich habe genügend von dem Spiel gesehen, um solch ein eher kritisches Video zu diesem Spiel und zu dem, was es enthält, zu machen. Und um das kurz zusammenzufassen, meiner persönlichen Meinung nach ist Hogwarts Legacy gar nicht mal so gut, wie es gerne hochgehypt wird. Allerdings muss ich zuerst einmal meine Perspektive erklären. Ich bin kein Potterhead. Ich weiß so einiges über dieses Universum und ich kenne natürlich die Handlung der Filme und der Bücher, sowie habe ich durchaus Erfahrung mit der Lore und den tiefgründigeren Bereichen des Universums, jedoch bin ich nicht mit diesem Mindset in das Spiel hineingegangen. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Harry Potter Content mehr konsumiert und auch für mich ist dieses Spiel eine Art Wiedereinstieg in dieses Universum gewesen und ich bin eher mit der Sicht eines einfachen Konsumenten an das Ganze herangegangen. Ich habe von der kontroversen Debatte, die dieses Spiel umgeben hat, überhaupt nichts mitbekommen und habe es teilweise sogar erst bemerkt, nachdem ich das Spiel bereits gekauft und installiert hatte. Und ich habe es eben schlicht so aufgenommen, konsumiert, wie es mir eben in den Sinn kam oder vorkam. Und ich muss ebenfalls dazu sagen, dass meine kritischen Punkte mit dem Spiel erst im Laufe von diesem aufkamen. Ich ging mit überhaupt keinerlei kritischen Meinung an dieses Spiel heran. Ich hatte es auch nicht wirklich vorher mitverfolgt. Und ich muss ebenfalls dazu sagen, dass meine kritischen Punkte mit diesem Spiel erst im Laufe von diesem aufkamen. Ich ging mit keinerlei kritischer Haltung überhaupt an dieses Spiel heran. Ich habe es nicht einmal wirklich mitverfolgt, wie dieses entwickelt wurde. Ich hatte nur gehört, ja, da wird ein Harry Potter Open World Spiel entwickelt und dachte ich mir so, ja, ganz nett, hat Potenzial, werde ich aber nicht nachverfolgen. Und während meiner Spielzeit kamen diese kontroversen Punkte, also die kritischen, also positive wie negative, kamen dabei auf. Und sie wurden allesamt vom Spiel selbst erschaffen. Dazu muss ich sagen, dass ich mich hier auch auf das Grundspiel beziehe und zukünftige DLCs oder Patches, die nach dem 27.02.23, wo ich dieses Skript hier schreibe und aufnehme, werden nicht berücksichtigt von mir. Und natürlich, und es ist eigentlich eine Schande, dass ich das sagen muss, ich bitte darum, in den Kommentaren konstruktiv zu bleiben. Immerhin verändert sich das Spiel ja durch meine Kritik nicht und die große Welt drumherum bleibt ja genau dieselbe. Alles, was folgt, ist selbstverständlich nur meine Ansicht zu den Dingen sowie meine Meinung zu diesen Themen. Wer eine andere hat, kann diese gerne kundtun. Wir beginnen zuerst mit dem Positiven. Die offene Welt. Ich muss wirklich sagen, die offene Welt von Hogwarts Legacy ist eine der besseren, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich denke mal, viele Spieler sind heutzutage immer noch traumatisiert von den offenen Welten von Assassin's Creed Valhalla und ähnlichen Spielen. Deswegen, man wünscht sich eher solche Open Worlds, wie sie beispielsweise Red Dead Redemption, The Witcher oder auch Zelda Breath of the Wild haben. Das wird ja auch sehr häufig für seine offene Welt gelobt. Und ich muss sagen, dass dieses Spiel durchaus dieses Prinzip versteht und die Welt mit Dingen zu füllen weiß, die es wert machen, diese zu erkunden. Ich muss gestehen, dass Hogwarts Legacy mir sehr viel mehr Rätsel in der offenen Welt aufgebunden hat und ich mich selbst dabei erwischt habe, wie ich Sachen in der offenen Welt gesucht und gemacht habe, die ich in einem Assassin's Creed oder Witcher-Spiel entweder nur sehr selten oder gar nicht mache. Und ich habe sogar angefangen, Collectibles zu sammeln in dem Spiel. Also natürlich, bis ich dieses Video hier angefangen habe. Und wenn es die offene Welt schafft, mich von so etwas zu überzeugen, dann ist das in meinen Augen ein Pluspunkt, gerade wenn ich es nicht merke, wie es die Welt schafft, mich davon zu überzeugen. Es ist dieses... Die Welt hat es geschafft, mich davon zu überzeugen, dass ich mich freiwillig in sowas hineinbegebe
und zwingt mich nicht dazu durch irgendwelchen Nonsens oder sowas. Es gibt einen sehr guten englischen Videoaufsatz, den ich hier in der Videobeschreibung auch mal verlinken werde, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass die Map von Hogwarts Legacy so gestaltet ist, dass ungefähr alle 12 bis 15 Sekunden die Aufmerksamkeitsspanne des Spielers gefordert wird und dass der Spieler eben alle 12 bis 15 Sekunden etwas zu tun haben kann. Und das ist eine wichtige Formel, die solche Open-World-Spiele beachten müssen, gerade wenn sie nicht solche Szenerien und Landschaften, die so schön zum Anschauen sind, haben wie Red Dead Redemption, The Witcher und Co. Und das ist halt das Interessante, denn in jenen Bereichen von Hogwarts Legacy, wo man die besten Ausblicke hat, beispielsweise auf Schloss Hogwarts oder so, hat man die wenigsten Interaktionen. Auch das wird in diesem englischen Videoaufsatz sehr deutlich gemacht. Und ich finde das sehr gut. Das zeugt von klugem World Design. Und so etwas würde ich mir für die Zukunft von Open World Spielen bitte häufiger wünschen. Das ist ein sehr positives Beispiel für die Welt der Open World Spiele. Nebenquests. Ich muss zugeben, es gibt ja drei verschiedene Arten von Missionen in Hogwarts Legacy. Die Hauptmissionen, die, ich nenne sie mal Sidekick-Missionen von den drei Nebencharakteren der Geschichte und eben die ganz normalen Nebenmissionen, die man theoretisch überall finden kann. Und von letzteren, muss ich zugeben, habe ich weniger gemacht, als ich gern wollte. Das hängt allerdings damit zusammen, dass ich halt dieses Video vorher machen wollte. Aber diejenigen, die ich gespielt habe, bei denen muss ich zugeben, dass ich das Questdesign hier sehr interessant fand. Ich erinnere mich an eine Quest, wo ich einen Farmer in einem Dorf angesprochen hatte und der mir eben erzählt hat, dass er eine Ladung von diesem Kaukohl an ein Dorf schicken wollte, was eben Probleme mit Kobolden hatte und mich brauchte, um diesen Kaukohl wieder zurückzuholen. Und ich fand das interessant, weil erstmal ist dieses Konzept natürlich Pflanzen gegen Kobolde einzusetzen, sehr interessant. Und dann halt auch noch das so auszulegen, dass man zu einem anderen Dorf hin muss und dann in zwei unterschiedlichen Lagern diese Kisten mit dem Kaukohl suchen muss. Das ist nicht zu weit ausgestreckt und es ist trotzdem so eine kleine Mini-Geschichte, in die man selbst eingreifen kann und sie zum Abschluss bringen kann. Und das finde ich schön, wenn so Nebenaufträge eben so kleine Mini-Geschichten erzählen, in die man selbst eingreifen kann und die man damit auch beeinflussen kann. Das finde ich schön und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei anderen Nebenquests in diesem Spiel genauso ist, auch wenn ich nicht so viele von denen gespielt habe. Ein Beispiel, was mir gerade spontan noch einfiel, dass ich in irgendeinem Dorf mal eine Frau getroffen hatte, die wohl Probleme mit einem Troll hatte, den sie dazu trainieren wollte, das Dorf vor den Kobolden zu beschützen, was natürlich ziemlich stark nach hinten losging und sie deswegen Hilfe dabei brauchte, diesen Troll zu beseitigen. Es ist auch so eine schöne kleine Geschichte. Ich mag sowas, das ist schön kreativ. Die englische Sprachausgabe. Die muss ich auch sehr loben. Ich habe das Spiel zwar, zu meinem Bedauern muss ich sagen, auf Deutsch gespielt. Die deutsche Sprachausgabe war jetzt, nennen wir sie mittelmäßig. Die englische hingegen hat sich sehr viel Mühe gegeben und das finde ich auch sehr gut. Und da habe ich eigentlich nichts weiter zu sagen. Tolle Sprachausgabe, gerne wieder. Und ich denke, um Hogwarts Legacy kommt man nicht herum, ohne seine politische Message zu erwähnen. Es ist eins der wahrscheinlich progressivsten Spiele unserer Zeit. Zumindest was die, die politische Message angeht. Und das ist nicht selbstverständlich in unserer heutigen Zeit. Besonders da es mir zumindest so vorkommt, als hätte die Videospielindustrie, zumindest was AAA-Spiele betrifft, also Spiele, die einen wirklich sehr breiten Markt ansprechen müssen, als hätten die noch nicht so wirklich in unsere moderne Gesellschaft hineingefunden, also gerade was politische Messages angeht. Und deswegen gab es ja auch diese kontroverse Debatte um Hogwarts Legacy herum und J.K. Rowling, zu der ich mich übrigens in diesem Video nicht äußern werde.
Aber trotzdem, ich finde, dass Hogwarts Legacy es gut macht mit seiner progressiven Message. Ich erinnere mich, dass man hier und da auch mal ein paar Andeutungen für, was weiß ich, ein Zaubererpaar aus zwei Frauen oder ähnlichem hatte. Und das Tolle, finde ich, bei solchen Sachen ist, es ist subtil. Es ist nicht zu sehr auf die Nase gebunden. Es wird kein Riesending draus gemacht. Das finde ich bei manchen Spielen, die so eine Message versuchen, oder Filmen auch, die so eine Message versuchen einzubringen und es dann halt damit übertreiben, dass man es einem eben so unter die Nase reibt. Das finde ich, ich finde es besser, wenn so etwas subtiler gemacht wird und eben normalisierter ist als, naja, in der Realität manchmal. Die Sidekick-Story-Missionen. Hierbei, und das muss ich wirklich zugeben, handelt es sich um ein Set der besten Nebenaufträge, die ich in einem Spiel jemals gesehen habe. Die Nebenmissionen mit Poppy Sweeting, Natsai Onai und Sebastian Sallow sind wirklich, wirklich gut. Ich finde die herzzerreißende Geschichte mit Sebastian und seiner Schwester wirklich gut. Ich finde das Familiendrama zwischen Natsai und ihrer Mutter sehr gut gelungen. Ich finde es super, wie sie diesen Harlow verfolgen und zur Rechenschaft ziehen möchte. Und natürlich auch die Tierwesengeschichten mit Poppy Sweeting und die Interaktion mit den Zentauren, das finde ich einfach nur super. Und zwei meiner Lieblingsmissionen aus diesem Spiel, beziehungsweise theoretisch müsste ich drei sagen, eine von denen spielt in der Nebengeschichte mit Poppy Sweeting. Und ich hätte das echt nicht erwartet, weil am Anfang kam die mir halt ein bisschen nervig vor. Und ja, ich hätte es echt nicht erwartet, dass die und ihre Interaktion und ihre Geschichte mir so ans Herz wachsen würde. Deswegen, ich bin wirklich erstaunt, dass die Nebengeschichten so gut sind. Aber natürlich hat auch die Hauptstory so einiges zu bieten, was ich wirklich gut finde. Und zwar natürlich den Auftakt. Ich finde es super, dass man in den ersten 30 Minuten des Spiels bereits Gringotts besucht, auch wenn es nicht wirklich das Gringotts ist, was wir so gewöhnt sind. Und ich finde, bis zu einem gewissen Punkt hat die Story wirklich gezeigt, dass sie es kann, dass das wirklich guter Stoff ist. Und zwar dieser Peak, sag ich mal, dieser Story-Peak wird erreicht in der Mission, wo man sich via Vielsafttrank als Professor Black verkleidet. Und das war wirklich eine meiner absoluten Lieblingsmissionen in diesem Spiel. Ach, was sage ich? Es war meine Lieblingsmission in dem ganzen Spiel. Diese Mission ist so unfassbar geil und der komödiantische Charakter von Black hilft sehr, das Ganze zu elevieren. Und natürlich die Tatsache, dass unser Charakter ja gar nicht weiß, wie er sich als Black überhaupt verhalten soll. Deswegen kommt einem dieser Charakter noch komödiantischer vor, als er ohnehin schon ist, weil man eben in seinen Schuhen steckt und deswegen halt nicht so genau weiß, was man jetzt als er sagen oder nicht sagen würde. Und die Reaktionen der Schüler auf ihn sind einfach nur zum Totlachen manchmal. Es ist einfach wunderbar, dass so eine Mission mit Vielsafttrank es in das Spiel hineingeschafft hat. Und ich werde mich wahrscheinlich jedes Mal wieder darüber amüsieren, wenn ich diese Mission spiele, wie toll die doch ist. Aber, und auch wenn ich diese Mission etwas weniger mag, aber die darauf folgende Mission, die, soweit ich weiß, dritte Prüfung der Hüter von Neve Fitzgerald, die finde ich auch sehr gut. Erstmal wegen des, ich sag mal, Artstyles, dieser, ich nenne es mal Bleistiftzeichnungsartigen, diesem bleistiftartigen Stil, der da, oder Filter, der darüber gelegt wird, über das ganze Spiel. Und die Geschichte, die da so ein bisschen drumherum gespielt wird, es ist eine Abwandlung der Geschichte der Heiligtümer des Todes. Und in meinem Kopf hat sich irgendwie so festgelegt, dass diese Geschichte die, naja, den Verbleib der Heiligtümer des Todes erklärt, so was mit denen passierte, als sie nicht mehr ihrem jeweiligen
Besitzer gehörten oder beziehungsweise wie diese Heiligtümer des Todes genutzt werden würden, wenn sie in unsere Hände kämen. Und das wurde gut genutzt, das als Story-Device so zu framen. Denn die Heiligtümer des Todes haben zwar an und für sich nichts mit der Handlung des Spiels zu tun, aber sie bilden eine sehr gute Grundlage für das Verständnis der alten Magie, denn auch die Heiligtümer des Todes gewähren enorme Macht und haben eine sehr starke Verantwortungsgewalt und müssen eben auch beschützt werden, wenn man diese hat. Und es war eben wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit der Entwickler, die Heiligtümer des Todes irgendwie ins Spiel mit einzubringen. Deswegen finde ich es gut, dass sie diesen Weg über die Prüfung der Hüter gegangen sind. Und ich fand diese Mission wirklich sehr gut. Auch wenn sich der Bosskampf gegen diese Trolle mit dem Elderstab etwas hingezogen hat. Aber naja, es war ja nicht schlimm. Kommen wir nun zu den Negativpunkten, die ich an diesem Spiel habe. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass es leider nicht wenige sind. Zuerst einmal ein paar Sachen, die mich zwar stören, die ich aber nicht unbedingt, schlecht oder detrimental empfinde. Manches sind auch einfach nur Nitpicks davon. Zuerst einmal, ich habe einen interessanten, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das wirklich so sein soll, ich nenne es mal Feature, festgestellt, dass man mit dem Besen und mit Flugtieren nicht über die, Berggrenze zu dieser Südküste, dieser Südgrenze der Map kann. Ich glaube, Poitzer-Küste oder so heißt die Region. Und mit Besen kannst du nicht über die Berge dahin fliegen. Du wirst automatisch vom Spiel runtergeforst mit dem Besen, damit du damit nicht rüberfliegen kannst. Und da frage ich mich, why? Why? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass dieser Bereich unfassbar restriktiert wäre und irgendwie extrem gefährlich ist oder so. Da sind auch nicht mehr Gegner als im Rest des Spiels überall. Und auch storytechnisch wird zwar gesagt, ja, Ranrock hat diese Küste erobert, aber wirklich präsent sind seine Truppen dort auch nicht wirklich. Deswegen, ich frage mich, warum ist dieser Bereich so physisch vom Rest der Map getrennt? Das ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Du musst dich durch eine ganze Koboldmine kämpfen, bevor du auf der anderen Seite dieser Poitzer-Küste überhaupt erst raus kannst. Warum kannst du da nicht schon früher hin? I don't get it. Deswegen, why? Zweiter Punkt ist diese nervigen und wirklich abgrundtief nervigen Kommentare der verschiedenen Charaktere. Ich bin es aus RPGs inzwischen gewohnt, dass NPCs einen immer wieder, wenn sie eine Quest für einen haben und man an ihnen vorbeiläuft, dass sie immer wieder einen an diese Quest erinnern und das allein ist schon nervig genug. Aber was ich nicht hören brauche, ist jedes Mal, wenn ich schnell reise oder einen Schnellreisepunkt entdecke, irgendeinen schnippischen Kommentar von einer lebendigen Steinbüste zu hören. Ich hasse Ignacia Wildsmith und die ist nichts weiter als eine Statue. Und ich glaube, sie ist unter der Community einer der meistgehassten Charaktere des ganzen Spiels. Einfach nur wegen ihrer nervigen Kommentare. Mehr macht sie nämlich in diesem Spiel nicht. Das ist ihre einzige Begründung. Wieso hat man nicht einfach Flohflammen ohne so einen nervigen Charakter? Sie trägt nichts zur Geschichte bei, nichts zum Schnellreisesystem. Gar nichts. Sie sagt nicht mal, was ja noch interessant gewesen wäre halbwegs, wäre, wenn sie irgendeinen einzigartigen Satz für jeden einzelnen Schnellreisepunkt, den man entdeckt hat. Hat sie auch nicht. Diese Dame hat keine Existenzberechtigung in diesem Spiel. Ich kann mir nicht mal erklären, warum sie die reingetan haben. Das muss denen doch aufgefallen sein, wie nervig diese Sätze mit der Zeit werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass denen das wirklich so durchgegangen ist. Und ich verstehe es nicht. Das ist einer der nervigsten Aspekte des ganzen Spiels. Und das geht auch direkt, wo wir schon beim Thema der Welt sind. Ich muss mich gerade mal ein bisschen beruhigen. Das geht auch direkt in meinen nächsten Punkt über. So, und der letzte kleinere Punkt
Und dann kommen wir zu dem richtig schlimmen Zeug eigentlich. Also was heißt richtig schlimm? Das Zeug, was mich richtig schlimm stört. Der eigene Charakter hätte meiner Meinung nach ein fester Charakter sein sollen. So jemand wie Geralt, Arthur Morgan oder ein Heinrich aus Kingdom Come Deliverance. Es hätte jemand sein sollen, der eine feste Backstory, einen festen Charakter und halt eine gewisse Vorlage für die Spieler hat. Der Charakter, den man sich in Hogwarts Legacy erstellt, ist ein leeres Blatt mit null Charakter und null Entwicklung. Dieser Charakter kann sich zwar in manchen Dialogsituationen für Dinge entscheiden, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, warum das auch keinen Unterschied macht. Nicht einmal das Haus, das man sich mit dem Charakter aussucht, macht einen gewissen Unterschied. Das Einzige, was in den Dialogen den Unterschied macht, ist die Art, wie man den Charakter präsentiert, sage ich mal. Und selbst wenn man eine, ich sag mal, schlechte oder böse Dialogoption verwendet, formuliert der Charakter sie meistens noch so, dass sie absolut nett klingt. Und so etwas hasse ich an Spielen. Ich hasse es wirklich. Ich weiß nicht, wie es in der englischen Fassung ist, aber in der deutschen Fassung ist es so, dass du Dialogoptionen hast, die teilweise überhaupt nicht zu dem passen, was der Charakter sagt. Nur im Groben. Beispielsweise, wenn du diese Dialogoption hier hast, sagt der Charakter am Ende das hier. Das passt null zusammen. Zumindest nur im absolut entferntesten und hat nichts mit dem zu tun, was du eigentlich sagen wolltest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Spieler gibt, die solche Dialogoptionen gewählt haben und danach richtig erstaunt waren, dass der Charakter das überhaupt noch so nett formulieren kann, obwohl die Dialogoption an sich eigentlich eher hergibt, dass dass man etwas Schlechteres oder Böseres sagt. Vielleicht haben sie sogar manche eine Beleidigung gewünscht. Was weiß ich. Aber wie gesagt, so etwas finde ich schlimm. Und das wäre halt einfacher gewesen, wenn man einen festen Charakter gehabt hätte, der sich dann auch in solchen Dialogen etwas einfacher hätte profilieren können, wie es beispielsweise mit Geralt geklappt hat. Vielleicht hätte man sogar zwei Charaktere machen können, einen männlichen und einen weiblichen. Oder was weiß ich. Dann hätte man vielleicht sogar andere Geschichten erzählt gehabt und dann hätte man vielleicht auch beide Charaktere durchspielen können. I don't know. Ich bin kein Spieleentwickler, aber es kommt mir so einfach vor, als hätte man sich das alles gespart, weil egal wie man sich den Charakter erstellt, selbst wenn man sich einen Trans-Charakter erstellt, macht es keinen Unterschied, weil die NPCs in dem Spiel sowieso den Charakter immer nur mit du, also zumindest im Deutschen, ansprechen und einen Scheiß darauf geben, was du eigentlich in deinen Charaktererstellungen alles so gewählt hast. Der einzige Unterschied ist, dass dann und wann, wenn du einen weiblichen Charakter oder einen männlichen Charakter ausgewählt hast, die Begriffe entsprechend gegendert werden. Aber auch das kommt so gut wie gar nicht vor. Das sind vielleicht 1% der Dialoge, 1% der Dialoge sind gegenderte Begriffe, die zum Geschlecht des Charakters passen. Das ist nichts. Und es macht überhaupt keinen Unterschied. Das finde ich frustrierend. Und ich denke mal, wenn ihr schon gemerkt habt, dass ich mich bei diesen kleinen Punkten schon extrem aufgeregt habe, dann wartet erstmal, bis ich jetzt zu meinen großen Punkten komme. Denn jetzt kommen meine Hauptkritikpunkte mit diesem Spiel, die mich wirklich leider davon abhalten, dieses Spiel gut zu nennen. Oder großartig. Und das sind so ein paar. Zuerst einmal, und das ist, finde ich, das Wichtigste und eine Sache, die dieses Spiel hätte haben müssen. Es hätte gar keine andere Wahl gehabt, besonders weil in dem Harry Potter-Universum das Zusammenspiel von Gut und Böse, oder besser gesagt das Gegenspiel von Gut und Böse, und die Didaktik dessen, die Ambivalenz von Gut und Böse in der Harry Potter-Welt so eine entscheidende Rolle spielt. Warum zur Hölle hat dieses Spiel kein Moralsystem? Warum nicht? Es gibt keinen Grund, warum dieses Spiel kein Moralsystem haben sollte, außer entwicklungstechnische Sachen. Keine Zeit mehr oder nicht ausgefeilt genug. Ich weiß nicht, wie lange Hogwarts Legacy in Entwicklung war, aber so ein Spiel braucht ein Moralsystem, besonders wenn man die Möglichkeit hat, unverzeihliche Flüche zu lernen. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach, da dieses Spiel überhaupt null Moralsystem hat,
hätte man die unverzeihlichen Flüche überhaupt nicht reinbringen brauchen. Die sind nur Gimmicks, die unverzeihlichen Flüche, nichts weiter. Und ihre Benutzung hat überhaupt keine Konsequenzen, null. Die größte Konsequenz, die ich in meinem Spieldurchlauf beim Verwenden der unverzeihlichen Flüche mitbekommen habe, ist, dass mich feindliche Gegner und meine Begleiter, sag ich mal, ganz neutral drauf angesprochen haben. Sowas von wegen, ach, da hat aber jemand keine Angst vor den dunklen Künsten. Selbst wenn ich Gegner links und rechts weggekillt habe mit Avada Kedavra. Das interessiert niemanden. Es juckt die Lehrer nicht. Es juckt die Gegner nicht. Es juckt die Companions nicht. Und das Allerlustigste finde ich ja, die feindlichen schwarzen Magier, die Wilderer und die Ashwinders, glaube ich, heißen sie im Englischen. Also die Ashwinderinnen oder Ashwinder, wie auch immer. Die verwenden keine unverzeihlichen Flüche gegen einen. Das machen nur die Bossgegner. Die eigentlichen Bösen, die man dauerhaft bekämpft, also die Ashwinder, die Wilderer, gut, die Kobolde können es nicht machen, aber diese beiden Fraktionen verwenden nie unverzeihliche Flüche gegen einen. Die verwenden fast jede andere Form der Magie, sogar einige Sprüche, die man als Spieler selber benutzt, und das finde ich eigentlich sogar gut, dass die Gegner einen teils mit den eigenen Waffen schlagen können, aber sie verwenden keine unverzeihlichen Flüche. Das gibt den unverzeihlichen Flüchen selber einen gewissen Machtstatus, das ist keine Frage. Aber nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem seltsam, dass schwarze Magier keine unverzeihlichen Flüche benutzen und wir als Fünftklässler in Hogwarts links und rechts mit Imperio, Crucio und Avada Kedavra rumfummeln können. Und ganz zu schweigen davon, dass man, sobald man den Alohomora-Zauberspruch gelernt hat, so gut wie jedes Haus im Spiel ausrauben kann. Und auch das hat keine Konsequenzen. Man kann die Lehrer in Hogwarts bestehlen. Man kann die einfachen Dorfbewohner bestehlen. Man kann jede Sau bestehlen und es juckt niemanden. Ich finde es einfach nur absurd, dass dieses Spiel kein Moralsystem hat. Es macht es fast schon comichaft, was man sich in diesem Spiel alles erlauben kann. Und das Blöde ist, das interessante Zeug, was Konsequenzen hätte haben müssen, wenn man es macht, das kann man nicht machen. Beispielsweise ein Lehrer mit Avada Kedavra zu beschießen. Das kannst du nicht machen, weil du in Hogwarts keine unverzeihlichen Flüche vom Spiel her anwenden kannst. Das ist so Zeug, so man war sich zu fein, ein Moralsystem einzubauen und verbietet es den Spielern dann das Zeug, was moralische Konsequenzen haben muss, wo du nicht drumherum kommst. Das dürfen die Spieler dann natürlich nicht machen. Ich meine, so what the fuck, warum hat man das nicht implementiert? Das ist unlogisch und passt nicht zum Spiel und es hätte das Spiel um Längen besser gemacht. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Warum ist das nicht drinne? Ich verlange eine Antwort. Wenn da irgendjemand von euch mehr weiß, kann er mich in den Kommentaren gerne leuchten. Mich interessiert das wirklich, warum die Entwickler kein Moralsystem eingebaut haben. Na schön, kommen wir zum zweiten Punkt. Das Thema Wilderer. Es gibt ja eine ganze Nebenquest in diesem Spiel, welche sich mit dem Charakter Poppy Sweeting befasst und ihrer Mission, die Wilderer auszuschalten. Es wird ja, die Wilderer sind so ein bisschen die Standardgegner in Hogwarts Legacy, also was menschliche schwarze Magier betrifft. Und sagen wir mal so, wenn wir die Questlinien zum Raum der Wünsche mit dem Haus Elfendieck dazu nehmen, hat dieses Spiel wahrscheinlich eine der größten Heuchlereien, die ich jemals in der Videospielindustrie gesehen habe. Um das kurz zu vergleichen. Die Wilderer werden im Spiel als die Bösen dargestellt, weil sie unschuldige Tierwesen in Käfigen fangen und sie für ihre Erzeugnisse, also Fell, Federn oder was auch immer, töten oder halt als, als Vieh halten. Und wir als Schüler nutzen einen magischen Schnappsack, um solche Tiere zu fangen, sie in unsere Käfige, auch bekannt als Raum der Wünsche, zu setzen und von ihnen diese ganzen Materialien abzufarmen. Da frag ich mich natürlich, in welchem Schnitt sind wir besser als die Wilderer? Ich versteh's nicht. Was für ein Unterschied, abgesehen davon, dass wir die Tierwesen nicht umbringen und sie sogar züchten, hat das, was wir als Schüler machen, von dem, was die Wilderer tun?
jetzt mal wirklich, ich frage mich das wirklich. Inwiefern ist das anders? Wir rechtfertigen es im Spiel damit, dass die Wilderer-Gefahr zu groß ist und diese Tierwesen irgendwo hinkommen müssen, wo sie sicher sind. Und keine Frage, im Raum der Wünsche sind sie so sicher wie sonst nirgendwo. Nichtsdestotrotz, diese Wilderer, sie machen fast genau dasselbe wie wir. Nur halt, dass sie die Tierwesen umbringen. Das ist der einzige Unterschied und das einzige, was uns moralisch auch nur im leichtesten überlegen macht. Und ich frage mich ganz ehrlich, warum der Charakter von Poppy Sweeting, der sich so auf die Freiheit und das Wohl der Tierwesen fokussiert, nichts dagegen hat, dass wir ganze 4 Farmen für Tierwesen im Raum der Wünsche besitzen. Schön, dich zu sehen. Ich verstehe es nicht. Das ist alles Das so ist so ein gefährlich Punkt, mit der den ist. roten Leuten und Black ist sauer. Weiß ich Mit nicht, das ist vielen so Dank, eine, Ben. das ist so eine Heu, das ist so eine Heuchlereidebatte, die ich einfach nicht kapiere. Weil, ne, die Rechtfertigung für das Ganze ist so dünn und die Methode ist noch viel dünner, dass es einfach kaum Sinn ergibt. Und das ist wirklich so ein, weiß ich nicht, so ein, so, das kommt mir einfach nicht richtig vor. Das ist so richtiger Ansatz, aber falsche Methode. Ich meine, wäre es wenigstens unmöglich, von den Tierwesen irgendwelche Sachen zu farmen, das wäre ja noch irgendwie was. So von wegen, wir müssen die nur unterbringen und können sie dann, was weiß ich, pflegen oder so, aber können ihnen dann halt nichts abnehmen. Aber nein, die Tierwesen werden bei uns abgefarmt, quasi, für Kleidungsverbesserungen. Wow. Wow. Kommen wir nun zu etwas Storytechnischem. Ich finde, dass die Geschichte um die Hüter, also die 4 Zauberer, von denen man diese Prüfungen bekommt, bezüglich der alten Magie, und ihrem Protégé Isidora Morgenoch, ich finde diese Geschichte unausgereift und unzureichend. Überlegen wir uns mal kurz, was Isidora Morgenoch eigentlich gemacht hat. Sie war ein kleines Kind, das die Hüter, 4 mächtige Zauberer, dabei gesehen hat, wie sie ihr Dorf von einer Dürre geheilt haben. Ihr Bruder starb an einer unbekannten Krankheit und ihr Vater ist seit dem Tod ihres Bruders in Depressionen verfallen und hat kein Wort mehr gesprochen. Isidora wollte also als Kind und auch als junge Erwachsene nichts lieber, als ihm den Schmerz, diese Depression zu nehmen. An sich ist das eine geniale Story-Idee, die man damit erforschen kann. Warum verwenden Zauberer ihre Magie nicht, um emotionale Krankheiten, also sowas wie Depressionen oder ähnliches, zu heilen? Und das ist, finde ich, eine schöne Story-Prämisse gewesen, die allerdings, naja, sie ist ein wenig nach hinten ausgeartet, denn diese Geschichte geht ja so weiter, dass Isidora letztendlich Lehrerin in Hogwarts wird und den 4 Hütern, die sie ja damals gesehen hat, eben ihre Kräfte zeigt. Sie zeigt, wie sie ihrem Vater den Schmerz, also diese Emotionen, nimmt. Ich glaube, das kann man so ein bisschen mit dieser Denkariums-Magie vergleichen, wenn man sich Gedanken quasi aus dem Kopf zieht und diese in einem Denkarium speichert. So kann man das, glaube ich, auch ungefähr bei Isidora sehen. Sie zieht quasi diese. Nur, dass es halt keine Erinnerung oder ein Gedanke ist, sondern eben eine Emotion, eine ganze Emotion selbst, zieht sie eben aus dem Emotionshaushalt des Menschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, hinaus und speichert diese eben in Gläsern oder sowas. Und sie merkt halt, dass wenn sie diese abgezogenen Emotionen in sich selbst aufnimmt, dass dann ihre Kräfte dadurch steigen. Was sie natürlich dann zu einer ganz simplen Machtfantasie verleitet. Auch, ich weiß nicht, ab hier beginnt es für mich schon irgendwie so, weiß ich nicht, fischig zu werden, weil im Prinzip hat sie eine gute Intention, keine Frage. Aber wie es Professor Rackham in dieser einen Zwischensequenz gesagt hatte, sie hat ja kein Recht, den Leuten ihre Emotionen zu nehmen, nur weil sie davon ausgeht, dass niemand Schmerz leiden will. Ist eine Sache, von der man durchaus ausgehen kann, aber das ist, wie ich das gerne nenne, das ist toxische Positivität. Jeder Mensch
Jeder Mensch kann und muss auch Schmerz durchleben. Schmerz ist eine ganz normale Emotion, wie auch alles andere und ein ganz normales Gefühl. Und diese Richtung, in die Isidora da geht, die ist in ihrer Position natürlich vollkommen verständlich. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich unausgereift dabei finde, inwieweit hat es denn damit zu tun, inwieweit hat das mit uns zu tun? Inwieweit hat das mit unserem Charakter zu tun? Im Prinzip ist alles, was uns die Hüter mit der Geschichte um Isidora Morgan noch zeigen wollen, die Tatsache, dass wir derjenige sind, also der Charakter, derjenige sind, der diese alte Magie jetzt bis zum Ende aller Zeit beschützen muss. Oder zum Ende unserer Lebenszeit zumindest. Also diese Quelle, die sich unter Hogwarts befindet, meinten die damit. Und für den Scheiß, für diese Message, brauchten sie 4 Prüfungen, 4 Denkarien, 4 Aufgaben und diesen ganzen Quatsch drumherum, um uns das zu sagen. Und sie wussten ja die ganze Zeit, wo das alles war. Und egal, wie viel wir von dieser Geschichte um Isidora und so weiter gelernt haben, unser Charakter kann sich am Ende trotzdem entscheiden, diese Macht zu missbrauchen und böse zu werden, auch wenn es keinen Unterschied macht. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Was ich viel besser gefunden hätte, um Isidoras Charakter auch viel mehr Bedeutung für die Geschichte zu geben, wäre, wenn entweder man Isidora Morganoths Porträt in diesem Triptychon, was man mit Sebastian ja erkundet, gesehen hätte, oder noch, was ich persönlich noch viel besser gefunden hätte, wenn Isidora Morganoth noch gelebt hätte. Wenn Isidora Morganoth der finale Endboss gewesen wäre und nicht Renrock. Dazu komme ich auch nochmal später. Man hätte vielleicht, es gibt ja eine Abzweigung mit den 3 Heiligtümern des Todes in dem Spiel. Vielleicht wäre die alte Magie dann irgendwie so mächtig gewesen, dass man mit ihr sogar theoretisch Leute von den Toten auferwecken kann. Oder vielleicht hat Isidora Morgan noch irgendwie den Tod überlistet mit ihrer alten Magie und hat es geschafft, bis heute zu leben. Ihre Geschichte spielt ja, glaube ich, irgendwann im Mittelalter. Und das hätte ich persönlich viel besser gefunden, weil man dann auch wirklich durch diese ganze Präsenz, die Isidora Morgan noch in ihren Geschichten aufgebaut hat, hätte man ihr damit sogar noch viel mehr davon geben können und hätte sie zu einer richtigen Bedrohung machen können, die dann auch wirklich gerechtfertigt gewesen wäre. Und damit komme ich zu meinem Problem, was ich mit den bereits existenten Antagonisten dieses Spiels habe. Das sind ja der Kobold Renrock, Victor Rookwood, dieser Anführer der Aschwinder, und Theophilus Harlow, die rechte Hand von Rookwood. Ich hasse alle 3 von denen. Also, naja, hassen ist übertrieben, aber ich mag keinen einzigen der 3, weil es sind alles nichts weiter als Comic-Schurken im Prinzip. Renrock ist ein Kobold, der eine Revolte gegen die Zauberer leitet, eine Rebellion sozusagen. Klingt an sich erstmal interessant. Allerdings ist der Grund für diese Revolte, und das merkt man, und das bekommt man, glaube ich, auch nur in 1 oder 2 Sätzen im ganzen Spiel mit, eine Differenz der Zauberer und Kobolde über Eigentumsrecht. Über Eigentumsrecht. Über so etwas baut man eine ganze Revolte auf, über die man eine ganze Gegnerklasse in diesem Spiel ausrichtet. Und über sowas baut man den Hauptantagonisten auf, der nicht einmal ein guter Schurke ist in meinen Augen. Renrock sieht man im Spiel, lass mich kurz nachdenken. Renrock sieht man im Spiel einmal in der Zeitung am Anfang, einmal in Gringotts, einmal in der Szene in Hogsmeade kurz später, dann einmal in dieser Mine mit dem Bohrer und Lodgok. Und dann wieder im finalen Kampf. Man sieht Renrock im gesamten Spiel, in der gesamten 30- bis 40-stündigen Hauptstory, sieht man Renrock 5-mal. 5-mal. Renrock hat weniger Dialoglinien in diesem gesamten Spiel als fucking Jackdaw. Als fucking Richard Jackdaw. Ein Geist, den man in einer einzigen Mission gesehen hat.
Er hat sogar weniger Lines als der komische Zentaure, der in der Poppy Sweeting Quest auftaucht. Renrock ist kein Präsenzschurke. Renrock ist jemand, von dem dir die Geschichte immer nur sagt, wie gefährlich der ist und dir nie wirklich zeigt, wie gefährlich er ist. Selbst seine Machtdemonstration, diese böse alte Magie, die man bei ihm ja sieht, die sieht man nur zweimal. Einmal, wenn er seinen Bruder Lodgok umbringt, also bevor sie dann im Endkampf wichtig wird. Einmal, wenn er seinen Bruder Lodgok umbringt, was ich übrigens auch dämlich finde, dass Lodgok einfach Renrocks Bruder ist. Das ist der unnötigste Plottwist aller Zeiten. Und halt in der Bank von Gringotts, wo er diesen Denkariumswächter damit umhaut. Renrock ist, ganz ehrlich, ich habe das ganze Spiel über gehofft, dass Renrock einfach nur so ein Nebenboss ist und der richtige Big Bad am Ende doch jemand ganz anderes ist. Das habe ich die ganze Zeit gehofft, weil ich Renrock einfach nur total langweilig fand. Es hat mir mehr Spaß gemacht, gegen seine Minions zu kämpfen, als gegen ihn. Ich weiß nicht, ich mag einfach Schurken lieber, die mir auch zeigen, dass sie es wert sind, gefürchtet zu werden. Und was Rookwood und Harlow betrifft, die beiden sind ja sowieso nur Sekundärantagonisten. Aber boah, Alter, diese beiden Typen sind so unfassbar lächerlich, das glaubt man kaum. Harlow ist ja sowieso das beste Beispiel, der ist ja der, ich sag mal, Hauptfeind in der Quest mit Natsayonai. Und obwohl ich diese Quest gut finde, finde ich den nicht existenten Charakter von Theophilus Harlow, sein Vorname ist das Interessanteste an ihm. Der Typ taucht, glaube ich, noch weniger auf als Renrock. Ich glaube, nur dreimal im ganzen Spiel. Und hat noch weniger Lines als, keine Ahnung, Trolle oder so. Der Typ ist einfach nur lächerlich. Und selbst, das fand ich ja sowieso so lächerlich, selbst wenn man Victor Rookwood tötet, den Anführer der Aschwinderinnen, wurde es durch die Nebenquest mit Harlow die ganze Zeit schon aufgebaut, dass man ihn auch beseitigen muss, egal was da passiert. Und ich verstehe nicht, wieso. Das Spiel gibt mir keinerlei Anlass zu glauben, dass Harlow eine Bedrohung ist, genauso wenig wie Victor Rookwood. Ich meine, klar, es wird immer gesagt, so von wegen, die schikanieren hier Hogsmeade und so weiter. Aber das ist das Problem, es wird nur gesagt, es wird uns nicht gezeigt. Das einzige Mal, wo Harlow und Rookwood Probleme in Hogsmeade machen, ist das erste Mal, wo wir sie sehen. Danach machen sie gar nichts mehr. Diese Welt reagiert auch nicht auf seine Schurken. Das ist das Tolle an Red Dead Redemption gewesen. Dadurch hat man auch die anderen Banden, beispielsweise die Lemoyne Raider oder die O'Driscolls, als präsent empfunden, dadurch, dass man sie immer wieder beispielsweise in den Städten oder bei random Überfällen an der Straße gesehen hat. Das hat zumindest den Eindruck vermittelt, dass sie präsent sind, dass sie da sind, dass sie etwas tun. Diesen Eindruck vermitteln Rookwood und Harlow nirgendwo. Nirgendwo. Und das stört mich. Ich will in einem Spiel die Antagonisten auch verstehen können. Ich möchte, dass die nicht einfach nur eine Zielscheibe sind, auf die man einen Schuss abfeuern muss und weg sind sie. Also, der Schuss ist jetzt metaphorisch gemeint. Das meint, dass man einmal gegen die kämpfen muss und weg sind sie. Ich möchte solche Antagonisten nicht haben. Das sind langweilige Antagonisten. Und wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass Renrock nicht der Endbösewicht ist. Ich muss sagen, ich fand den Endkampf gegen Renrock nicht schlecht. Visuell war er sehr, sehr ansprechend. Storytechnisch war er eine absolute Flaute. Besonders, weil er so ein bisschen aus dem Nichts kommt, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte nicht erwartet, dass es schon gegen Ende geht, wo ich den Kampf gespielt habe. Aber gut, das ist besides the point. Aber gut, um diesen Punkt abzuschließen. Rookwood, Renrock und Harlow hätten allesamt eine größere Präsenz haben sollen. Oder man hätte sich auf einen Schurken fokussiert oder einen ganz anderen Big Bad gehabt. Wie zum Beispiel Isidora Morgenoch. Das wäre mir deutlich lieber gewesen, da sie sowieso die größte Präsenz von allen bösen Charakteren in dieser Geschichte hat. Deswegen, ja, das wäre mir alles lieber gewesen. Ich hätte noch ein paar andere kleinere Punkte, wie zum Beispiel, dass ich das Grabhorn als am Ende
ziemlich dämlich finde. Es kommt mir einfach nur wie ein Last-Minute-Gimmick vor, besonders als Reittier. Ich finde es langweilig, dass man einfach nur mit dem Ding eine Tür aufmachen muss. Es ist viel zu einfach auch als Prüfung, sag ich mal. Ich finde die Demiguise-Quest mit diesem Hausmeister von Hogwarts ist eine absolute Farce. Einfach die Tatsache, dass man diese Statuen nicht an allen Orten finden kann, sondern nur an bestimmten, weil man von ihm nicht gleich alle Aufschließungszauber bekommt, finde ich lächerlich. Ich finde es auch lächerlich, dass die Schlösser einfach nur Stufe 3 und du brauchst dafür Zauberspruch Stufe 3. Wie soll denn das aussehen? Wie kann man denn ein Schloss gegen einen Zauber wappnen? Wenn die Schlossrätsel wenigstens komplizierter wären auf den höheren Stufen, fände ich das ja noch okay. Aber sind sie nicht. Die sind jedes Mal gleich. Und das finde ich langweilig. Aber ja, das alles, was ich gerade genannt habe, die Geschichte von Hogwarts Legacy an und für sich ist nach der Quest mit dem Vielsafttrank und der Prüfung von Neve Fitzgerald ist die Hauptstory für mich drastisch abgestürzt. Sie hat kein wirkliches Konfliktpotenzial mehr angenommen. Die Bedrohungslage war immer die gleiche oder nahm auch nicht mehr zu. Und es hat sich quasi auch nichts geändert. Und auch wenn ich es cool fand, dass am Ende der Hauptstory in dieser großen Schlacht unter Hogwarts die ganzen Professoren alle helfen, beziehungsweise es ist auch da bloß die Hälfte der Professoren gewesen. Ich finde die Story an und für sich nach diesem Punkt, da hat sie einfach, sie ist gestolpert und hingefallen, wenn man es so sagen möchte. Sie hatte einen guten Anfang und auch eine sehr großartige Mitte mit dieser Geschichte, aber danach steil bergab. Danach hatte ich wirklich, da waren mir teilweise wirklich die Nebenquests mit Sebastian Sallow und Nazione und Poppy Sweeting, die waren mir wirklich lieber. Muss ich wirklich ganz ehrlich gestehen. Die habe ich lieber gespielt als die Hauptstory. Und kommen wir nun zum Ende des Spiels. Ich muss wirklich sagen, das Ende von Hogwarts Legacy ist eins der hohlsten Enden, das ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Es ist vollkommen egal, welche Dialogoption man im Finale wählt oder wie man sich im Laufe des Spiels verhalten hat. Das Ende dieses Spiels ist für mich eine Kulmination von all dem, was ich bis dato gesagt habe. Ein nicht präsenter Schurke ist im Endkampf einfach nur ein Hindernis. Viel mehr ist er nicht. Der Bosskampf ist mechanisch und visuell sehr cool, keine Frage. Aber das verschleiert nur, wie schlecht er eigentlich diesen Story-Abschnitt zu Ende bringt. Weil Ranrock ist kein Antagonist, der mich interessiert. Zumindest nicht mich als Otto-Normalspieler. Ich habe den 4-mal in dem Spiel gesehen, jetzt im Ende ein 5. Mal. Warum sollte ich den fürchten? Warum sollte ich Angst haben, dass da irgendwas passiert? Ich hatte sowieso über 20 Mega-Power-Tränke bei mir und der Bosskampf war zwar herausfordernd, aber ich habe ihn trotzdem First Try geschafft. Und dann kommt halt noch so dazu, egal was man sagt, einen Unterschied macht's nicht. Der einzige Unterschied, den die Dialogoptionen am Ende des Spiels machen, ist, wie Professor Fig stirbt und die Endcutscene, wenn man diese alte Magie wieder in sein Behältnis zurückzaubern muss. Und auch das macht am Ende sowieso keinen Unterschied. Es ist vollkommen wurscht, ob man sich dafür entscheidet, das für sich selbst zu nutzen oder es einfach nur zu beschützen. Es ist egal. Es ist wurscht, es macht keinen Unterschied. Da frage ich mich halt, warum gibt es diese Option dann überhaupt? Warum kann man denn die Macht für sich beanspruchen, wenn es einem nichts bringt? Und das bringt mich zu meinem abschließenden Punkt. Die alte Magie ist wertlos in meinen Augen. Sie ist wertlos. Ich sage das jetzt so, wie es ist. Sie ist wertlos. Alles, was man in der alten Magie bekommt, alles, was einem die alte Magie bringt, sind Collectibles mit diesen alten Magiedingern, womit man seine Anzeigen auffüllen kann. Eine Wurfattacke, eine One-Shot-Mechanik, die man auch mit Avada Kedavra kriegt. Und die Möglichkeit für Puzzles. Mehr bietet einem die alte Magie nicht. Mehr bietet einem die alte Magie gar nicht.
Man kann nicht mal den Scheiß machen, den Isidora Morgan noch damit machen konnte. Ich meine, gut, unser Charakter ist erst 15. Die haben vielleicht noch ein bisschen Potenzial, was diese Magie betrifft. Aber warum? Warum zeigt man uns denn so ein enormes Potenzial dieser Magie, wenn wir es sowieso nie ausleben dürfen? Und warum wird diese Magie ständig als so mächtig und so antik bezeichnet, wenn wir sowieso nichts davon haben, außer die von mir genannten vier Sachen? Das ist alles, was uns die alte Magie gibt. Was ich mir zum Beispiel noch hätte vorstellen können für die alte Magie, was noch ein cooles Gimmick gewesen wäre, dass wenn man eine gewisse, wenn man so zwei, drei Leisten von dem Ding voll hat, dass man sich dann vielleicht eine kleine Gruppe an Denkariumswächtern beschwören kann oder sowas. Oder dass man, wenn man sich für einen bösen Weg entscheidet, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so etwas geben könnte, dass man dann möglicherweise einer ganzen Gruppe von Gegnern die Emotionen aussaugen kann und sie sich dann einfach für eine Weile nicht wehren. So, das sind halt so Attacken, die mit dem System, das durch die alte Magie etabliert wurde, zusammenpassen und halt extrem mächtig sind, weswegen man sie natürlich auch nicht immer benutzen kann. Aber so wie es ist die alte Magie storytechnisch relevanter als im Spiel selber. Es ist im Prinzip nichts weiter als ein Gimmick für unseren Charakter. Und ganz ehrlich, abgesehen von diesem Ausweichmove, der so ein bisschen an Ciri erinnert. Ah, den habe ich noch vergessen. Ausweichmove. Okay, 5 Dinge bringt uns die alte Magie. Wow, 5 Dinge. Abgesehen von diesem Ausweichmove, der eigentlich auch fast schon als Apparieren durchgehen kann, gibt uns die alte Magie nichts, was die konventionelle Magie nicht auch kann. Zumindest wäre es mir unbekannt, dass man mit normaler Magie keine Sachen auf andere werfen kann oder Blitze aus dem Himmel beschwören kann, um Leute damit. Nein, das können sogar die Gegner im Spiel. Das können sogar die Erschwinderhenker. Die können auch Blitze aus dem Himmel beschwören und sie auf ihre Gegner niederregnen lassen. Wozu muss man dazu eine andere Magie einbauen? Man hätte dem Spieler genauso gut diese Fähigkeiten geben können und dann einfach die alte Magie ihn nicht sehen lassen können. Sondern dass das halt jeder Zauberer sehen kann oder so. Was weiß ich. Es ist halt einfach ein komplett unausgereiftes und unspannendes System hinter dieser alten Magie, die einem nicht wirklich etwas bringt. Und einfach nur, das kommt mir wie eine literarische oder eine storytechnische Entschuldigung vor, um unseren Charakter irgendwie besonders zu machen. Wisst ihr, was mal interessanter gewesen wäre? Ein nicht besonderer Charakter. Einen Normie, jemanden, der einfach nur ein Zauberer ist wie jeder andere. Das wäre deutlich interessanter gewesen, als so eine lame Ausrede dafür zu haben, dass unser Charakter irgendwie besonders sein muss. Und dann auch noch so wenig damit zu machen. Das ist unfassbar viel verschenktes Potenzial. Zumindest in meinen Augen. Und mit diesen Worten kann ich dieses Video, glaube ich, auch abschließen. Hogwarts Legacy ist ein Spiel mit unglaublich viel verschenktem Potenzial. Viel mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen. Ich habe jetzt fast 40 Minuten darüber gerantet, wie enttäuscht ich von manchen Sachen in diesem Spiel bin. Und ich habe ungefähr 25 bis 30 Minuten damit verbracht, die guten Dinge anzupreisen. Und das bleibt auch so. Und ich werde darauf warten, was das Spiel noch so an DLCs zu bieten hat. Und ich bin gespannt, ob sie manche meiner Punkte mit diesem Spiel ändern können oder nicht. Und bis das herauskommt, werde ich mich gedulden und vielleicht noch ein paar Mal in diese schöne Welt zurückkehren, auch wenn ich sie für unbelebt und für verschwendetes Potenzial halte. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, auch wenn ich viele Negativpunkte genannt hatte, ich mag dieses Spiel sehr. Und ich bin ein Anhänger der Philosophie, dass ich glaube, wenn man etwas liebt, wenn man etwas sehr liebt, dann kritisiert man es umso mehr, weil man genau sieht, wie viel es doch hätte sein können und wie viel besser es noch hätte sein können. Wenn man etwas liebt, dann achtet man viel mehr auf den Hätte-Zustand als auf den Ist-Zustand. Und damit kann ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ich werde mal schauen, ob ich dann auch Videos zum DLC oder zu den DLCs mache. Früher oder später werden die ja kommen.
Auf jeden Fall bis dahin und auf Wiederschauen.